Jetzt aber runter mit dir, mein Freund. Jetzt lass das. Du bist doch eh schon tot. Geht weg, mein Opfer. Ich werde sein Herz herausreißen und verspeisen. Waren wir hier schon drin? Da hängt irgendwie ein Boxsack. Nee, waren wir nicht. Komisch. Jetzt zum Ende des Spiels finden wir nochmal ganz viele tolle Sachen. Okay, dat. Nee. Dat. Dann der da. Was haben wir denn da? Goldkarte der Schwertküste. Na, ist ja erfreulich. Am Lagerfeuer brate ich mir mal 28 rohes Geflügel. Dann noch ein bisschen rohes Fleisch. Zack. Und schon haben wir Proviant wieder auf 87. Das ist doch ein Traum. So. Irgendeine Einsiedlerinsel. Es ist übrigens spät abends gerade, wie es aussieht. Ich gehe mal den Berg hoch. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Waren wir hier nicht doch schon mal? Zumindest an diesem Ding hier bin ich doch rumgelaufen. Daran kann ich mich erinnern. Oh, Heldenkraut. Heldenkraut, kann man das nicht, so, klingen. Ich speichere gerade lieber nochmal. Inventar. Benutzt mal es. Heldenkraut. Klingenfest, kugelsicher, einschüchtern. Wupp dich. Wo sind die beiden denn schon wieder? Mann. Auf die NPCs muss man ja echt aufpassen. Die gehen gerne verloren. So, dann laufe ich mal da hinten irgendwie lang. Und habe auch keine Ahnung, wo wir da rauskommen. Auf jeden Fall ist ein Affe da und das gibt wieder Ruhmpunkte. So, da unten. Hier ist ein Pilz. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht irgendwas von den Chaganum. Ach, wir sind wieder hier. Dann gehen wir vielleicht mal lieber nach oben. Kommen wir von da oder von wo kommen wir denn? Ach, verdammt. Nee, von hier kommen wir doch. Hä? Okay, dann laufen wir weiter mal wieder nach unten. Da waren wir schon lange nicht mehr. Und wo geht's denn dann? Geht's denn auf der anderen Seite weiter? Nee. Hier geht's nicht wirklich weiter, ne? Ist da vielleicht irgendwas versteckt? Nein. Hm. Dann sind wir dann doch nicht da, wo ich dachte, dass wir da wären. Und da unten ist tatsächlich wieder ein Affe. Beziehungsweise, da sind 100 Ruhmpunkte. Wir haben jetzt für die Tiere mal keine Namen mehr. Wir benennen die nur noch nach Ruhmpunkten. Ich glaube, das ist fair, wenn wir die nicht als Tiere behandeln. Dann können wir unser Gewissen erleichtern, dass wir die alle umbringen müssen hier immer. Was ist das denn da? Ach, da kommen wir doch zum Piratenturm, glaube ich. Aua! Aua! Die 100 hat mich getroffen. Ich glaube, das war der Durchgang zum Piratenturm, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Wo ist denn der Dicke schon wieder? Ach Mensch, ey, das kann's doch nicht sein mit diesen NPCs ständig. Ist ja voll der Kindergarten. Dicker! Hey, Fetti! Wo ist denn der? Fettmann? Naja, den holen wir uns gleich. Wir gehen mal hier lang.
So, den können wir uns ja auch so holen. Wir können ja auch so gegen die Viecher kämpfen. Der Stahlball ist ja jetzt nicht so die Bereicherung. Und wir können ja jederzeit auf der Karte rumteleportieren, zum Beispiel zum Piratenturm. Dann ist der auch gleich schon wieder da. So, hier ist es verdächtig still übrigens. Machen wir Folgendes. Gehen wir mal da hoch. Ich frage mich wirklich, 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 wo die Shaganumbi ihren Friedhof haben. Entweder ich verpeile das gerade total oder ich weiß es einfach nicht mehr. Beides ist nicht ausgeschlossen. Na, das mit der Fackel lohnt sich natürlich, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über den reißenden Fluss müssen. Sobald wir mit Wasser in Berührung kommen, geht die Fackel ja eh aus. Flupp. Oh, nee, doch nicht. Das ist neu. Habe ich ja noch nie erlebt, dass die Fackel anbleibt im Wasser. Merkwürdig. So, hier müssten noch wieder neue Viecher sein. Shani ist dabei, das ist gut. Ah ja, sieh mal eine an. So, zweimal 100 Ruhmpunkte. Eigentlich könnte Shani die Fackel nehmen und mich die ganze Zeit heilen. Das würde schon reichen. Die muss gar nicht mitkämpfen. Und dass man die nicht fragen kann, wo hier der Friedhof ist, ist ein bisschen schade. Oh, Special Guest. Ach, Mensch, hör auf, Special Guest. Ich rette dich, Shani. Kein Problem. Gern geschehen. Jetzt geh mal runter von dem. So, dann schneide ich ihm nämlich das Fell über die Ohren. Und das Herz raus. Waren wir hier schon? Nö, hier waren wir auch noch nicht. Das ist ein Traum. Oder wir haben die Kiste noch nicht geöffnet. Ja, mit der Story geht es gerade natürlich mächtig weiter, wie man merkt. Huch. So, die drei. Die drei, dann zwei, dann den einen, dann die beiden. So. Mit der Story geht es gerade nicht so wirklich weiter seit ein paar Folgen. Dafür entschuldige ich mich natürlich. Aber wie gesagt, wir sind gerade erstmal auf einer Ruhmreise sozusagen. Was ja auch wichtig ist, und wir holen uns die restlichen legendären Gegenstände. Ich denke, das sind nicht mehr so viele, das können wir eigentlich nochmal machen, bevor wir es abschließen. Wobei ich wirklich gerne wissen würde, wo der Friedhof ist, dieser scheiß verkackte Mistfriedhof. Der muss doch irgendwo sein. Ach, das sind wir wieder hier, toll. Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wo der Friedhof war. Ich weiß auch nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir überhaupt mal da waren beim Friedhof. So, hier waren wir auf jeden Fall. Da kommen wir gleich unten zum Wasserfall. Vorher möchte ich hier mal ganz kurz ablaufen. Da unten ist ein Termitenkrieger. Das ist doch hervorragend. Dann laufen wir jetzt mal hinab und holen uns noch ein paar Ruhmpunkte. Und dann weine ich leise in ein Taschentuch hinein, weil ich den doofen Friedhof nicht finde. So, was finden wir denn hier für einen Plunder, den wir eh nicht brauchen? Fackel, Grog, Gold, das ist natürlich ein Traum. Hat sich richtig gelohnt. Ich glaube, das ganze Kistensammeln lohnt sich so gar nicht wirklich. Sondern eigentlich nur das Suchen nach Ruhmpunkten. Ha!
So, hier war doch immer noch eine Termite, war hier doch noch unten. Ah, da ist sie. Ich muss mal mehr Kombinationsschläge machen. Ich glaube, dann sind die Kämpfe wesentlich einfacher, wobei inzwischen ist das ja fast schon egal. So, wo die Fackel ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon aus. Und wir laufen mal weiter durch die Dunkelheit, durch die graue, trübe Dunkelheit. Nichts. Hier ist auch nichts. Ach, hier schon wieder. Na, hier waren wir ja schon. Eigentlich kann ich uns da mal zum Piratenturm beamen. Jetzt sind wir ein bisschen im Kreis gelaufen. Hier kommen wir wieder zu diesem komischen, ne, wo die ganzen Zeichen sind. Sieht nachts aber cool aus hier mit den Nebeln. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das hier ist aber wirklich der Erdtempel, ne? Das ist nicht der Friedhof oder so. Chani, wo ist denn der Friedhof? Sag doch mal. Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Mist. Der Schrumpfkopf. Markierung löschen. Toll. Die Schwertküste. Wir sind an der Schwertküste. Hier ist das Dorf der Shaganumbi. Inquisitionsturm. Tempel der Erde. Puerto Isabella. Piratenturm. Ich kann da auch nicht wirklich erkennen, wo da ein Friedhof sein soll, ehrlich gesagt. Reinzoomen geht natürlich auch nicht. Komm, ich geh mal nach Puerto Isabella. Da ist der Stahlbad ja auch wieder dabei. Dann quatschen wir hier nochmal ein bisschen Leute voll. Hallo, Sophia. Lass uns handeln. Was hat die denn? 2-2, alter 2-Spitz, 3, 2-2. Lederhemd, ja, pipapo, gute Schuhe, alles doof. Rubinring, Silberzunge, Rum. Ja, Rum und Grog könnte man natürlich kaufen, brauchen wir aber nicht. 60 bis 100 haben wir. Plankenbrecher können wir verkaufen. Sturmwind können wir nicht auch verkaufen. Schnitter können wir auch. 40 bis 60, ja, können wir verkaufen. Den Prisennehmer können wir verkaufen. Krummsilgenhaber mit Axt eines Versunkenen. Rapier können wir verkaufen. Prunkschwert kann weg. Duelldegen kann weg. Altes Schwert kann weg. 35 Speere können auch weg, natürlich. Die Muskete behalten wir mal. Steinharte Gaggernüsse haben wir nie gebraucht irgendwie. Krummdolche können auch weg. Pistole haben wir, Enterpistole kann weg. Silbereisen? Huch, wo kommt das denn her? Der Florian. Botenkleidung können wir auch verkaufen, braucht man nicht mehr. Blutdorn. Der Dorn einer unbekannten Pflanze. Aha, aha. Ritual braucht man nicht, Schurkenring brauchen wir auch nicht. Ohrring eines Duellanten, Stichwaffen plus 5, Totenkult, Ritual, Schwarze Magie brauchen wir nicht. Fluchstein brauchen wir auch nicht. Diebesamulett werden wir auch nicht mehr brauchen. Denn wir haben ja genug. Schmuck des Kriegers, Ritual plus 15 brauchen wir nicht. Totenkult und Ritual brauchen wir nicht. Hexenamulett brauchen wir auch nicht. Ring des Diebes. Wir haben Klingenring mit Diebeskunst plus 20. Deswegen brauchen wir den plus 10er eh nicht. Eisenring, Wurfwaffen und Klingenfest kann man vielleicht nochmal behalten. Seelenring. Klingfest plus 5, was hatte der? Stichwaffen plus 5, okay. Totenkopfring, Hiebwaffen plus 5, einschüchtern behalten wir auch mal. Den brauchen wir nicht. Funkelnder Goldring brauchen wir auch nicht. Blutwurzel, Pipapo, tralala. Den Dietrich brauchen wir auch nicht, natürlich. Haben wir noch nie gebraucht. Ach, die Keulen der Untoten bringen aber nur 60 Gold, naja. Hammer haben wir irgendwie 3. Verkaufe ich mal 2. Jaguarfell haben wir jetzt schon wieder 4.
Warzenschweinfell haben wir auch. Säuredrüsen. Behalten wir mal. 35 Krallen haben wir schon wieder. Alter Schwede. Die Perlen können weg. Rubin, Smaragd. Die 8 Jadesteine haben wir wieder gesammelt. 23 Goldbrocken. So, 19.000 Gold haben wir jetzt. Ich glaube, wir werden nicht mehr so schnell Probleme kriegen. Als Schmuck und als Zutat für Voodoo-Rituale. Naja. Tralali, tralala. Tja, brauchen tun wir von dem Ganzen eh nix. Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Gute Frage. Die Wirkung von Schmerztöter verlängern. Das ist eigentlich ganz gut. Zeig mir, wie ich die Wirkung von Schmerztöter verlängern kann. Typisch, Mann. Du stürzt das Zeug immer direkt die Kehle runter, oder? Wie denn sonst? Das Zeug schmeckt widerlich. Weil es länger wirkt, wenn du es langsam trinkst. Am besten behältst du es noch eine Weile im Mund. Versuch es mal, auch wenn es eklig ist. Das ist ja nicht so schön. So, einschüchtern 2 haben wir eh nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Härte 7. So gut bin ich auch nicht. Na gut. Vielleicht sind wir ja bald Härte 7. Du hast es geschafft. Du hast dieses Monster getötet. Welches denn? Von den ganzen... Das waren so viele, ich habe keine Ahnung. Und hier fehlt irgendwie ein Schiff. Oh. Geh bitte! Ja. Meine Güte. Entferne dich. Speichern. Da geht die Wache lang. So, gleich mal ein bisschen beklauen hier. Proviant, Rum, Gold. Ich hoffe, da entdeckt uns jetzt keiner beim Klauen. Goldbrocken und Gold. Der Mistkerl klaut hier einfach. Das war stark. So, pst. Verschlossene Tür. Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung, ob der Miguel jetzt die Wachen verständigt. Okay, das ist es nicht. Ach. Okay, die drei, die beiden, dann den da hinten, dann die beiden vorne. Super. Tür ist offen. Und eine verschlossene Kiste. Super. Wupp dich, was haben wir denn da? Ring des Jägers. Ach, ist ja wunderschön. Kugel, Proviant, Grog, Fackel... Und 15 Gold. Goldbrocken, Sophias Notizbuch. Ich kann nicht verstehen, weshalb Miguel solchen Wert auf diesen alten Pulverbeutel legt. Da er ihn ja doch nie benutzt, würde ich das Ding lieber zu Geld machen. Den Pulverbeutel habe ich schon. Ja, habe ich schon. So, hier haben wir jetzt alles abgeräumt, glaube ich. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht entdeckt oder das findet jemand raus. Gut. Ich möchte mich ungern hier das ganze Dorf platt machen. Genieß die Zeit in der Stadt. Ah ja, das mache ich, das mache ich.